So, meine Freunde, wir waren da am Start für euch und wir spielen in der ersten Folge eines neuen, bis jetzt noch nicht benannten Formats, Battlefield Hardline. Und das mit neuem Führungspersonal. Ich begrüße den Jan und er begrüßt die anderen. Moin moin Leute, was geht? Ich höre gerade, es ist ein bisschen was durcheinander gegangen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem normalen Programmablauf. Ja, okay, der Führer hat gesprochen. Alle die Treppe hoch. Ich würde sagen, dann stellen sich alle einmal ganz kurz vor. Fangen wir mal an, machen wir weiter mit Loco. Ja, okay, soll ich so Grundschulniveau machen? So mein Name. Oh, jetzt mach ich ne, Junge. Ja, okay, grüßt euch. Ich hab Kopfschmerzen. Dann ist Karin noch dabei. Hallo. Dann haben wir den Daniel. Was geht? Dann einen der neuen Member, den Leon. Guten Tag. Und die Sapse. Hallo! Ah, okay. Ja. So, will das einer von euch machen? Also erklären wegen neuem Führungspersonal? Mach du es einfach mal, weil wir spielen gerade und das ist beispielsweise, wenn du das am Stück erklärst und. Du bist konzentrierter jetzt gerade. Ja, ich bin selber am Zocken. Was wollt ihr eigentlich von mir? So. Ja. Lol. Volle Geschichte oder nur kleine, also halt so grob? Angerissen. Angerissen? Oh, aufreißen bin ich gut, anreißen, naja. Nee, also, ja, kurzes, ja, also brauche ich nicht lange drum rum reden, jetzt eigentlich. Komm auf den Punkt. Wir waren halt mit der, ich sag mal, Aktivität mancher Leute im Clan nicht zufrieden. Und, ja, als wir dann halt was ändern wollten, hat der liebe Tropical, der liebe Honrik. Hat sich halt, naja, gegen unsere Entscheidung gestellt und hat dann den Clan verlassen. Ja, das war's eigentlich auch schon im Prinzip. Also jetzt die wirklich sehr, sehr grobe Fassung. Und ja. Also ich kann ja mal sagen, also ich bin der neue Gründer, auch wenn ich es lustig finde, dass ich der Einzige irgendwie bin jetzt im Moment, der nicht auf der PS4 ist. Als Gründer. Finde ich geil. Und ja, also der Beamonstar und wie heißt Arno nochmal? Kaiserschnitte, ne? Genau. Ja. Und Kaiserschnitte sind. Liebe Grüße an der Stelle an meinen lieben Arno. Ja, Arno. Unseren lieben Arno. Und grüß dich. Und das sind auf jeden Fall meine beiden Lieder und ja. Meine beiden Lieder. Auf jeden Fall, also ich sag's mal so an die Leute, die vielleicht zugucken und auf der PS3 sind. Also Member suchen wir trotzdem noch auf der PS3 und auf der PS4. Und ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, ich bin tot. Oh, irgendwas Sinnvolles. Das ist ein Überfall. Er hat mich überfallen. Nein, das hat er nicht wirklich gemacht. Oh, Mann. Wir brauchen irgendeinen Pionier. Leute. Also es sieht so aus, dass mein Handy gleich tot gehen wird. Tot gehen wird? Ja, also ich versuch's am Leben zu halten. Mal Mund zu Mund beatmen, vielleicht klappt's. Ja, ich habe eigentlich hier so einen Stoppelrad, was? Defibrillator. Mein Gott, das mit den Überfahren hier ist doch. Schwul. Viel zu einfach. Das stimmt allerdings, das geht wirklich einfach. Also, wir spielen gerade heißt. Mein neuer Lieblingsmodus war Battlefield Hardline. Kann ich jetzt schon sagen, heißt wird es sehr viel geben. Also, das ist richtig geil. Weiß ich auf jeden Fall, welchen Modus ich nicht spiele. Jetzt mal eine Frage. Jeder, der diesen Modus spielt, fliegt aus dem Clan. Eindeutig. Weil ich das einfach bei einem sehe, ist ja so. Dann bist du jetzt wieder alleine! Glückwunsch! Forever alone. Jetzt mal eine Frage. Du kannst ihn nicht nehmen, du musst ihn verteidigen. Ja, okay. Hol mir, spiel doch schnell! Hallo! Was buggt eigentlich Battlefield Hardline noch viel rum oder geht es? Es geht eigentlich. Okay. Sag einfach, es ist so wie EA. Was heißt Bug? Das ist ja noch nicht mal erschienen, das ist ja noch die Beta.
Und dafür, dass es eine Beta ist, läuft es eigentlich relativ stabil, muss ich sagen. Danke, das wollte ich. Teilweise besser als Battlefield 4, finde ich. Du kannst von der Beta auch nicht viel abverlangen eigentlich. Deswegen, also es ist halt ein guter Einblick erstmal. Es macht Spaß, muss ich jetzt so sagen, wie es ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich kann darüber nicht viel sagen. Also ich auch halt, nicht. Aber halt Leon und Daniel, Daniel der sonst Karin, noch was sagen. Was wollt ihr? Was? Naja, ne? Die sagen nicht. Oh, scheiße. Mein Problem mit Battlefield Hardline ist eigentlich, ey, die Frau, obwohl es ein anderes Szenario ist. Es ist trotzdem wieder das gleiche. Ja, das kannst du aber, das sagt aber jeder. Klar ist es so. Ich meine, das ist Spannung schon hier mehr rum als alles andere. Lol. Ach, schon wieder überfahren, Mann. Ist das eigentlich auch wie 64-Mann-Server, oder? Ja. Okay, finde ich gut. Ich meine, klar kann man rumjammern, ja, das ist Battlefield. Klar, das ist Battlefield. Wenn da Battlefield draufsteht, ist so Battlefield drin. Was willst du denn erwarten? Das hab ich bei COD damals auch gedacht. Haltet ihn auf, haltet ihn auf! Nein! Scheiße. Okay. Den haben wir noch. Mein Gott. Wir müssen jetzt zu B, wir müssen jetzt das Hochhaus machen. Wir können schon mal hochgehen. Oh. Oh mein Gott, wie schlecht bist du eigentlich, du Disco-Bonzenkind. Ich spiel gerade übrigens P90. Er schreibt mir, grüß mich mal in dem Video. Oh mein Gott, was mit dir? Ein Kumpel von mir. Wo er hat gefragt, ob er auch in die Konfi kann. Manche, ja, nee, geht nicht, weil wir aufnehmen. Grüße. Ja, also hier, Ruin Intense grüßt dich, auch wenn dein Clan viel mehr Abos hat als unsere, aber egal. Ey, wir schaffen das auch noch. Wir müssen einfach nur an uns glauben. Ja, okay, wir könnten noch so ein paar Leute wie unter anderem Kaelstreak und so in den Clan holen, halt nur in Battlefield, ne? Dann. Hätten wir selbst. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, ich hab gerade irgendwann einen Raketenwerfer geholt. Kleiner Dreck, nur. Bob, der Meister. Okay. Boah. Was ist mit dir, Junge? Hier geht's um, hier, geht in das Hochhaus rein. Die kommen sonst zu. Geht in das Hochhaus rein. Bob, der Meister. Ey, Loco, so langsam habe ich echt das Gefühl, wir sollten dich einschläfern lassen, ne? Ich schwöre, einschläfern reicht nicht mehr. Nee. Ich stehe einfach das auf. Das ist deine neue Partyproge, ne? Ich schwöre, wenn du mich einschläfern willst, stehe ich auf und gib dir ein Roundhouse gegen deine Eier. Klapp dich auf. Ihren Roundhouse. Also, ich muss echt sagen, dass die P90 leicht overpowered ist, finde ich. Wer? Die P90. Jetzt mal ehrlich, glaubst du, du könntest einen Menschen. So, Leute, ich muss ihr Handys Erbe fortsetzen, ne? Ich bin dann mal weg, ne? Nix da, ey. Ich kann dich auch aufs Maul hauen, wenn du willst. Oh ja, bitte, stehe ich drauf. Tschüss. Nee, Spaß. Wir ziehen das hier knallhart durch. Mein Handy stirbt. Ich versuch's noch. Ah, von hinten! Bist du schon am Einpennen oder was? Ja, ein bisschen. Kenn ich das Gefühl. Ein Kotzensohn, Alter, das war ein Foul. Ja, ich hab ihn überfahren. Rache! habt ihr das mitbekommen? Costa Rica, Italien? Ja, hör mir auf, Alter, ich schäme mich schon wieder, ey. Ich schäme mich schon wieder, dass ich Italiener bin, ey. Hör mir bitte auf, damit. Ja. Ja, Karim, wo ist denn Ägypten? Wo ist denn Ägypten bei der WM? Ja, wo sind sie denn? Wir haben das nicht nötig. Ja, trainieren für die EM, ne? Also ich geh jetzt rein. Ich passe jetzt auf, dass die nicht hier hochkommen. Oh, P90. Scheiße, bin tot. Da steht genau dort unten drunter. Der kommt jetzt hoch langsam. Schön, dass ich Deutscher bin. Genau. Toll, eine Freundin schreibt mir, weiß das eigentlich jemand von dir und mir? Also, ich wusste zwar nicht, dass da was läuft, aber von mir aus schon. Noch ein Roadkill. Da bin ich jetzt aber mal neugierig. Warte mal. Da muss ich mich gleich mal irgendwie in eine Ecke legen, damit ich nicht sterbe. Bitte. Gib mir mal bitte die Nummer von der. Hat aber jemand übermütig, hä? Ach, scheiß drauf. Nein, ich hab eine Freundin, ich mach das nicht. Wer bin ich, Alter? Du bist Loco. Das ist schon, das ist Antwort genug.
Das eine Wort, das sagt mehr als 1000 Worte. Nein, jetzt hab ich's nicht geschafft. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Ihr habt gewonnen. Sieg. Wir haben gewonnen. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg. Ja, das erste Video unter neuer Führung und... Wir gewinnen. Seht ihr? Kaum bin ich Gründer, gewinnt ihr sogar. Ich schwöre, finde den Hurensohn-Faktor. Ich finde dich gleich so schlecht ab. Ja, lutsch meine Eier, du bist der Einzige, der weiß, wo ich wohne. Obwohl, du weißt noch nicht mal. Du weißt noch, welches Dorf ich wohne. So, dann gibt es dann nochmal die Rückrunde. Als Verbrecher. Ja, bist du auch, ne? Ich schwöre. Immer. Immer mit A oder mit ER. Das ist mir schon gut. Ja, ja, da sieht man schon wieder die Bildung. Ich würde vorschlagen, wir lassen im nächsten Video bloß Leon und Daniel reden. Ne? Oh, jetzt ja, auf jeden Fall. Das wird ja hier Schweigeminute für Robert Enkel, Michael Jackson und keine Ahnung, Alter. Mario, nein, nee, nicht Mario Barth, ach. Dirk Bach. Mario Balotelli, ne? Ich will jetzt bloß mal festlegen, auf welches Paket wollen wir denn gehen, A oder B? B. A. B. A. A, B. A. Also Körbchengröße, Körbchengröße, wenn man danach geht, B. Geilste Aktion heute, wir spielen 3-3, 90. Minute, er macht das 3-3, er zieht sich aus und macht Balotelli. Ich dachte mir so, wo bin ich? Oh mein Gott, Alter. In Italien. Ich schwöre, er hat so Oberarme wie ein Stock, Alter. Er ist kein Balotelli. Ich dachte mir so, lecker. Oh mein Gott, Handy. Ich spiele zum Beispiel aber den Mechanic mit P90. Mit der leicht overpowerten P90 mit Coyote Side. Ne, mit Cobra Side. So. Ich hab Hunger. Nimm den Wagen! Nimm den Wagen! Los! Meine Nase juckt. Wenn ich auflege, tut's mir leid. Wenn ich mein WLAN ausmache, tut's mir leid. So, kleine Runde Bullen, kleine Runde Bullen. Wenn du bei einem Autounglück ums Leben kommst, tut es mir nicht leid. Digga, der Heli ist abgestürzt. Die Bremsleitung war mit Absicht durchgeschnitten. Ich schwöre, ich habe so Rücken, ich... Oh, okay. Ich werde mir jetzt was... Also, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nur so gehört, gerüchteweise, ne? Ja, das munkelt man so auf der Street, aber dass Menschen nur einen Rücken haben, das soll normal sein. Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich ganz komisch. Das ist mysteriös, ne? Warum zeigt mir meine PlayStation 009, wenn mein Handy nur 006? Jan hat wieder die Zeit zurückgestellt. Vergesst ihr Mystery. Dann wünsche ich euch noch einen Spaß, ich bleib noch ein bisschen. Wir sind hinter dem Wagen, dann hinter dem. Er ist runtergesprungen. Freut sie mich. Ja, Hauptsache sie markiert mich irgendwo am Stück. Ich weiß nicht, weil ich ja vorhin gesagt habe, ne, dass wir noch Member suchen, soll ich gleich nochmal die Anforderungen hinterhergeben halt? Also was man so am besten mitbringen sollte, wenn man den klar möchte? Ja, das war schon ganz gut. Nochmal. Also ich sag mal, ihr solltet, also... Ich sag mal, mindestens 16 sein. Tu es. Wäre gut auf jeden Fall. Ich sag's mal, ja, wenn man jetzt ein Jahr, also wenn man 15 ist, sag ich mal, habe ich jetzt auch kein Problem mit persönlich. Also, wenn man, ja, solange man diese geistige Reife hat. Oh Gott, geistige Reife. Ja. Aber ich meinte jetzt hier gehen. Nein, solange man wenigstens noch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mann. Verrückt musst du sowieso sein, allein, dass du schon, dass man mit uns skypt. Ficken! Auf jeden Fall halt diese geistige Reife und ja, eigentlich das, was man in jedem Clan braucht. Halt, man sollte korrekt sein, sollte schon einigermaßen gut spielen können. Teamfähigkeit. Ja, Teamplay halt, finde ich, zählt dazu zu gut spielen. Das, also Battlefield ist gut spielen für mich auch Teamplay. Da geht es nicht um die KD. Zeigen, wie das funktioniert. Ja, und ich habe noch einen persönlichen Wunsch. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr irgendwie, ich sag mal, wie heißt es? Ihr braucht den bestimmten Hurensohn-Faktor wie Jan. Ja, so kann man es auch sagen. Bis auf den Stanley Tell, dass Mom keine Hure ist, aber egal. Ja, okay. Ja, man sollte einfach nur korrekt sein. Also so sehe ich das, also wie ihr das seht, weiß ich nicht. Ihr könnt das ja auch, wenn ihr wollt, jetzt mal kurz erläutern.
Also, man sollte auf jeden Fall korrekt sein, einigermaßen gut zocken können, halt Teamfähigkeit zeigen. Ich sag's mal sich so, auch ein bisschen für den Clan einsetzen und. Ist immer relativ, weil sobald du im Team spielst, spielst du eh besser als alleine. Ist so. Ja, halt, dass man ein bisschen auch nicht nur nicht nur während des Zockens, sondern allgemein so ein bisschen, ich sag mal, was für den Clan, so ein bisschen Zeit opfert, sag ich mal. Weil guck mal, du machst die Videos, weißt du. Ich mache ab jetzt den ganzen anderen Scheiß halt von organisationstechnischem her mit Arno zusammen. Weißt du, sagen wir es mal so. Und die Member sind halt dafür da, dass, sage ich mal, ein bisschen auch Unterhaltung in den Videos geboten wird, weißt du? Genau, darum haben wir auch Daniel und Leon. Ja, ja, das finde ich, da bin ich auch zu 100% ich auch der Meinung. Oh mein Gott. Aber es ist schade. Ey, komm, hast du es gesehen? Weil, hast du es gesehen? Es ist wirklich, ich verstehe es nicht. Ja. Weißt du, das, ich check das bei dir irgendwie nicht. Du hast so eine Pornostimme, ne? Ehrlich, manche Kommentatoren, Alter, oder manche YouTuber, weißt du, diese ganz kleinen Zwölfjährigen, die würden dafür töten, Alter, für so eine Stimme. Ehrlich. Oh mein Gott, geht nix. Danke. Leute, ich bin weg. Also, mein Handy hat Hurensohnfaktor. Hört ihr mich? No, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Doch auch zu. Alter, er macht hier DJ Loco. Oh mein Gott, es hat sich gefangen. Hurensohn, Alter. Was ist mit dir? Loco und sein Handy. Nein! Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen über die Teamaufteilung Gedanken machen. So, jemand da, ja. Ja, jetzt wieder. Yes! Haha, fick dich! Genau in die Fresse geschossen! Ich bin zwar jetzt tot, aus mir egal. So, dass ihr vielleicht, okay, wir haben jetzt hier Medics dabei, in Versorger, das ist eigentlich ganz gut. Oh, fuck, fuck, fuck. Drecksbullen, ey. Oh ja, von hinten. Digga, ich bin hier in dem Bus alleine, Alter. Halt ich die Stellung. Nicht, was ich machen soll. Halt die Stellung einfach, ich komm gleich. Bin da. Ach, Leute. Es läuft gerade gar nicht bei mir. Bei uns so gerade ein bisschen Chaos. Was heißt läuft gerade nicht? Geht mit 30 Punkten hinten. Das ist schon schlimm. Das bricht mir schon fast das Herz, kann man sagen. Oh! Ja, okay, das war ein guter Witz. Das war ein guter Witz. Draußen, Hilfe! Draußen! Ah, ja, Alter! Schneller! Hat einer von euch Munition bei? Ah, von hinten. Von rechts kommen die. Hinterm Bus. Ja, von kommen sie auch. Oh mein Gott, das ist direkt so schlimm, ey. Hallo? Schön, der nächste. Können wir nicht immer so spielen? Nein, da war noch einer. Das ist auch für links. Das andere links. Das ist links, Mann. Nein, das war rechts, wo du gerade geguckt hast. Nein, gar nicht, Mann. Verlief nicht. Links, andere links. Ich guck links. Oh, vorne, der Bus. Vorne, der Bus. Ach Gott. Links, da guckst du mal nach links. Nein, das andere links. Warum ist von uns immer jeder tot? Weil wir schön sind. Wir haben noch 31 Tickets, Leute. Digga, mein eigener Teammate hat mich gerade gecrashed. Hab ich gar nicht, achso. Da ist das Auto. Hab ich gar nicht. Wo ja, ich eigentlich hin? Bei dem auf Motorrad hinten drauf. Also ehrlich, Dani, du kannst eh nichts beweisen. So, jetzt sei mal ganz ruhig hier. Ich durchschau alles. Du hast den Durchblick, sagst du. Nee, ich sowieso. Also hier, ne, ich muss euch mal den Witz des Jahrhunderts erzählen. Ne? Mir wurde ja heute gesagt, ich bin ein sehr sympathischer Mensch.
Echt? Er hat mich ja. Also entweder hat der, wollte der echt mal einen Witz machen und wollte mal lustig sein oder einfach nur ein richtig schlechter Lügner. Nein, ich will doch noch ganz oben. Ach komm. Ach scheiße, das verlieren wir doch schon wieder. Ich würde mich jetzt eigentlich mit diesem Zipline rüber. Gute Nacht, liebe Menschen, liebe Mitmenschen und ja. Ich hab doch das Slinger dabei! Ich will diese fucking Treppe nicht, ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Ja, da oben hocken eher 50 Leute im Moment. Kann man das Contact auch über die iPhone-App ändern? Wie kommen wir jetzt darüber? Nee, eigentlich will ich hier ganz hochkommen. Wir können mal gucken, ob der Weg hochfindet. Karim, ich glaube nicht, dass es geht. Hier ist ein Fahrstuhl. Ja, aber ey, der geht runter. Hier ist eine Treppe. Ja. Ey. Ah, hier hinten. Ja, der geht hoch. Nein, komm doch mal her. Lauf. Bei mir läuft's nicht. Bei mir läuft einfach gerade nicht. Also wenn wir das wieder machen, können wir von dem Hochhaus auf das andere rüber mit so einer Zipline. Hat der einen mit? Dabei haben, ne? Nee, da liegt oben einer. Das ist kein Ding, also da liegt kleine bereit. Weil eigentlich wollte ich jetzt nämlich von dem Hochhaus rüber das andere und die Typen töten da drüben, aber das hat halt in der Mangelung eines Weges leider nicht geklappt. Ja, und jetzt haben wir den Weg. Jetzt wissen wir jetzt, wo es hingeht. Das ist schon mal ganz gut. Ah, da, hab's gefunden. Ja. Geht doch über. Sind wir noch zu viert im Squad? Okay. Karim, wo bist Karim? Du? Karim? Ja. Ja, was? Warum bist du raus? Bei mir hat es halt gerade geleckt. Ich glaube, ich war mit dem WLAN verbunden. Da bin ich schnell über das LAN-Kabel verbunden. Aber jetzt bin ich wieder da. Sehr schön. War gerade die ganze Zeit in der Warteschlange. Hab nebenbei noch das Klantec geändert. Beziehungsweise zugefügt.